Hallo Melanie. Hi, grüß dich. Schön, dass du heute bei der Rasseplauderei dabei bist. Ich muss immer ein bisschen überlegen, welches Format gerade dran ist, aber heute ist die Rasseplauderei dran. Ja, Wir selber die Einrichtung. wollen heute über die Whippets sprechen. Das heißt, du stellst ein bisschen deine Hunde vor. Du hast ja, glaube ich, zwei Whippets und zwei, genau. Du hast aber, glaube ich, auch noch einen anderen Windhund. Da kommen wir dann gleich noch zu. Bevor wir loslegen, magst du dich kurz vorstellen? Na klar. Also ich bin Melanie und ich bin 44 Jahre alt, habe seit über 20 Jahren Hunde und Windhunde haben mich eigentlich irgendwie immer schon begleitet. Als ich meinen ersten Hund damals angeschafft habe, war ich noch Buchhändlerin. Ich habe damals in Essen gelebt und in einer Buchhandlung gearbeitet bei Bedeka. Und 2005 habe ich dann irgendwie alles hingeschmissen, weil mich das mit den Hunden so fasziniert hat, dass ich gesagt habe, da muss ich irgendwie mehr draus machen. Und dann habe ich meinen Job geworfen und bin dann an den Chiemsee gegangen und habe bei der Clarissa von Reinhardt eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und habe mich dann danach irgendwie selbstständig gemacht. Alle haben gesagt, du bist total bescheuert, du hast einen total schönen Job und so, ne? Macht es weiter. Ja. Und, aber ja. Also ich glaube, ich habe jetzt allen bewiesen, dass es, glaube ich, doch ein ganz guter Schritt war damals und ich bereue das halt auch nicht. Ja, Hauptsache ist ja auch, dass du glücklich bist. Und man muss es ja auch gar keinen beweisen. Hauptsache es geht dir gut. Also. Der Job ist total schön, die Arbeitszeiten sind ein bisschen schlecht, das weißt du sicherlich, aber es ist Ja. total schön, es macht viel Spaß, mit den Hunden zusammenzuarbeiten. Das ist schön, das freut mich. Und Melanie, wo ist denn deine Hundeschule? Ich bin im Ruhrgebiet, ein Kind des Ruhrgebiets. Ich bin in Essen geboren, aufgewachsen. Ich habe damals auch in Essen halt mit der Hundeschule angefangen. Und 2010 bin ich dann in den Kreis Recklinghausen gezogen. Also ich wohne jetzt in Herten. Das ist weit von Essen entfernt. Das ist so neben Schalke, das kennt bestimmt jeder. Dortmund ist in der Nähe, Essen ist in der Nähe und Bochum ist halt in der Nähe. Hier liegt ja alles ziemlich nah beieinander. Und wie heißt deine Hundeschule? Sagst du das noch kurz? Via Nova, der neue Weg. Okay, das bezieht sich wahrscheinlich auf das bedürfnisorientierte Training, nehme ich an, oder? Hast du Ja, da so bin ich damals auf bestimmt. den Namen gekommen, weil ich meine, das war für mich halt ein neuer Weg, ne? Alles hingeschmissen Okay. und die Buchhändlerkarriere halt an den Nagel gehängt, die Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und ich glaube, das war halt so mit einer der Hauptgründe, warum es halt irgendwie Ja. kam, die Schule halt abzusetzen. Finde ich einen total schönen Namen. Melanie, manchmal geht dein Ton so ein bisschen weg. Ich weiß jetzt nicht genau, keine Ahnung, woran es liegt. Ich sage es nur mal, weil dann merke ich immer, dass ich mich echt anstrengen muss, dass ich dich gut höre. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an dem. Wenn das der Fall ist, dann schaue ich nochmal, ob ich irgendwie eine Lösung dafür finden kann. Jetzt ist besser. Es kann sein, dass es an deinen Kopfbewegungen vielleicht liegt, habe ich jetzt gerade gedacht, wo du deinen Kopf hin und keine Ahnung. Ich werde es dir dann einfach nochmal sagen. Okay, dann legen wir jetzt los. Und zwar, alle, die Rasseplauderei ein bisschen verfolgen, wissen, dass jetzt erstmal mein langer Laberpart kommt. Ich lese nämlich jetzt die Einleitung vor. Und die ist ja bekanntlich bei jeder Rasseplauderei gleich. Und danach, oh, die Seite habe ich noch gar nicht aufgemacht, lese ich auch nochmal die Rassebeschreibung von dem VDH vor über den Whippet. Okay, ich fange mal mit meiner Einleitung an. Rassen sind auf spezifisches Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das zu tun, müssen sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, dem Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse können, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten. Auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten und eben nicht auf seine Rassefunktion zu reduzieren. Okay, jetzt suche ich nochmal schnell das Rasseporträt vom VDH, weil ich schussel, habe vergessen, das vorher abzumachen, das Fenster. Da ist es. Okay, also der Whippet, das Ursprungsland ist Großbritannien und die Verwendung ist Rennhund, Hetzhund und die Whippets gehören zur FCI-Gruppe 10, das sind die Windhunde. Kurz, ach so, nee, ja, die Windhunde, genau.
Ich fange mal mit Verhalten bzw. Charakter an. Der Charakter des Whippet ist großartig, zu süß. Zwei Seelen wohnen in seiner Brust. Zum einen der anschmiegsame, immer engen Kontakt zum Menschen suchende, ruhige Familien- und Wohnungshund. Und auf der anderen Seite, ich sehe schon immer Nicken aus den Augenwinkeln, und auf der anderen Seite der temperamentvolle, fröhliche und wetterfeste Sporthund, der schon mal einen Puff vertragen kann, wenn er in atemberaubendem Lauf im freien Gelände, auf der Rennbahn oder beim Cursing sich streckt, dreht und wendet wie ein geölter Blitz. Also Schachtelsätze können die. Whippets haben ein gutes Gruppenverhalten und sind auf der Rennbahn ehrgeizige Kämpfer. Der Whippet ist ein Hund, der immer dabei sein möchte. Seine mittlere Größe sichert ihm in einer modernen Kleinwohnung oder im Auto immer noch ein Plätzchen. Er ist sehr liebebedürftig und kommt unaufgefordert zu seinem Besitzer. Unübersehbar ein Streicheln fordernd. Whippets sind sehr saubere Hunde und riechen nicht. Durch sein kurzes Haar ist er sehr pflegeleicht. Ein Noppenhandschuh oder ein Wildlederlappen genügen, um abgestorbenes Haar zu entfernen. Der Whippet ist im ursprünglichen Sinne ein anspruchsloser Hund, den man aber auch sehr verwöhnen kann. Er ist intelligent, aufmerksam und will seinen Menschen alles recht machen. So, ich würde sagen, das wäre jetzt erstmal so vom Rasselexikon her alles, was wichtig ist. Und bevor ich jetzt zur Funktion und zu dem Verhalten und zu den Bedürfnissen komme, die ich ja immer so ein bisschen aus der Rassebeschreibung ableite, haben wir uns überlegt, dass du schon mal da so ein bisschen einschießt sozusagen und etwas über die Entstehungsgeschichte des Whippets erzählst. Magst du da mal loslegen? Ja, die ist ja relativ spannend, weil die meisten sind eigentlich schon sehr, sehr alte Hunderassen und der Whippet ist ja eine ziemlich neue Hunderasse. Mhm. Also noch gar nicht so lange und ich hatte das halt mal nachgelesen. Der ist ja erst so 1835 ungefähr entstanden, so in den Grafschaften von Nordengland, Northumberland und so weiter. Okay. Und, ist halt quasi entstanden aus dem Greyhound, aus dem italienischen Windspiel und hat halt auch Terrier-Einschläge. Mhm. Manchmal auch ganz schön. Ja, und das finde ich, macht den Whippet eigentlich halt irgendwie aus. Das ist halt so von der Entstehungsgeschichte schon halt noch ein bisschen was anderes. Das hebt sich halt so von den anderen ganz alten Windhundrassen um einiges ab. Und das Spannende halt daran fand ich irgendwie auch, dass der Whippet quasi von den ganz armen Menschen aus Nordengland gezüchtet wurde. Mhm. Normalerweise war das ja halt so, dass halt die Windhunde nur in Adelshänden sein durften. Also nur der Adel durfte Windhunde halten. Nur der Adel durfte halt auch jagen. Und die Zucht des Whippets, die ist halt so aus der Not heraus entstanden. Die Leute hatten kein Geld, die waren arm, die hatten Hunger. Und die mussten einen kleineren Windhund halt einfach züchten, um bei der Wildliberei nicht aufzufallen. Okay, ja. Der musste halt kleiner sein, der durfte halt in dem hohen Gras nicht auftauchen und sodass sie dann halt bei der Wildliberei nicht geschnappt wurden. Und sie brauchten halt einfach einen schnellen Hund mit einer großen Jagdleidenschaft und richtig Pfeffer und somit ist halt der Whippet damals entstanden. Und okay. Beteiligt war der Greyhound, das italienische Windspiel, was schon so um 1600 bis 1649 irgendwie aus Frankreich so das erste Mal rüber nach England kam. Und was den Terrier betrifft, da gibt es halt unterschiedliche Theorien. Eine Theorie besagt, dass der Bedlington-Terrier beim Whippet beteiligt war, was ich mir durchaus vorstellen kann. Denn wenn man das mal so ein bisschen weiterverfolgt und den Räber halt irgendwie wälzt und sich die Entstehungsgeschichte halt irgendwie durchliest und anschaut, war es wohl so, dass die ersten Whippets, die so 1901 nach Deutschland kamen, halt eher langhaarig waren und krausig, okay, eher rauhaarig waren. Und das würde halt dafür sprechen, dass der Bedlington halt irgendwo beteiligt war. Interessanterweise, ich bin in so einer Facebook-Gruppe, ne? Also da gibt es ja für alles Mögliche halt irgendwelche Gruppen. Es gibt halt so eine Whippet-Liebhaber-Gruppe in UK und da bin ich halt angemeldet. Und es ist tatsächlich halt auch noch so, dass es Tradition ist, dass Bedlington mit Whippet verpaart wird. Also ich sehe da ganz oft Bilder von Whippet-Bedlington verpaaren.
Das ist ja interessant, das muss ich mal googeln. Die sehen doch bestimmt hübsch aus. Für alle, die es nicht wissen, also Bedlington Terrier, die haben oft so eine Schuhe, dass die so aussehen wie so kleine Schäfchen. Ja, das Ja. stimmt. Ich finde das ja persönlich so ein bisschen albern, aber Ja. Aber damit man sowas vor Augen hat, mal. Mischungen, Hybriden. Jetzt hörst du mich wieder schlecht. Jetzt geht es wieder besser, aber gerade war es schlecht. Versuch vielleicht weniger, wir versuchen das mal, ich wackel weniger mit dem Kopf und dann haut es vielleicht hin. Ich finde die sehr attraktiv. Ich mag ja auch so das Strubbelige eigentlich bei den Hunden. Und die sehen, ganz oft sind die grau oder blaugrau und die sehen so ein bisschen aus wie so kleine Mini-Deerhounds. Putzig. Naja, und die andere Theorie ist aber, dass ein anderer hochbeiniger Terrier beteiligt war. Das ist auch eine Rasse, die bereits ausgestorben ist. Die gibt es also gar nicht mehr. Das ist der Old English White Terrier. Aha. Ist ungefähr 1920 halt ausgestorben. Und das ist halt die andere Theorie, ne? Also dass diese Rasse halt bei der Entstehung des Whippets beteiligt war. Kann ich mir auch vorstellen, denn wenn man sich so alte Bilder vom Old English White Terrier anguckt, dann sieht das einem Whippet gar nicht so unähnlich aus, ne? Es gibt ja auch so unterschiedliche Whippetypen. Manche sind sehr dünn, haben auch ein, zwei Kilo weniger irgendwie auf der Waage. Sind sehr, sehr schmal und sehr grazil. Und dann gibt es aber auch ein paar Whippets, die so ein bisschen kräftiger sind. Und wenn die in einer starken Erregungslage sind, weil sie da hinten im Gebüsch vielleicht ein Kaninchen erspäht haben und die Öhrchen gehen mal richtig auf Sendung, dann sieht es schon sehr nach so einem Old English White Terrier aus. Also Okay, auch das sehr kann spannend. durchaus möglich sein. Kann man aber Ja. nicht mehr herausfinden. Okay. Die Leute, die damals halt in den Also die Arbeiter, die in den Kohlebergwerken und so gearbeitet haben und den Whippet quasi gezüchtet haben, die haben halt keine Aufzeichnungen gemacht, ne? So wie das der Adel halt gemacht hat. Es gab keine Zuchtbücher oder so, sondern die haben halt nur auf Leistung halt im Grunde genommen gezüchtet. Denen war das egal. Gibt also keine Dokumentation darüber. Und man kann es ja auch nicht mehr testen, also über irgendwelche Gentests, weil das einfach schon zu viele Generationen zurückliegt. Ja, verstehe. Also auf jeden Fall scheint ja aber diese Einkreuzung mit dem Terrier den Whippet ganz erheblich, wie du schon gesagt hast, von den anderen Windhunden zu unterscheiden. Daher kommt wahrscheinlich dann auch die Formulierung hier in dem Rasselexikon. Hier steht, ne, dass sie Raubzeugvertilger sind, dass sie sogenannte Snap-Dogs auch sind oder waren. Also das heißt, dass sie auch. Nach mit den Snap Bitte? Dogs. Die Snap Dogs, also dieser Spitzname Snap Dog, das kam erst später, Okay. als die Rechte so ein bisschen verändert haben, ne? Also als den armen Menschen etwas besser ging. Anfangs wurden die halt wirklich nur dafür gezüchtet, um jagen zu gehen, illegal jagen zu dürfen. Und dann haben sie halt so die Reste halt bekommen. Ein Grund, warum sie halt auch einen kleineren Hund damals wohl haben wollten, war, dass der halt nicht so viel frisst. Ich meine, Ja. frisst halt nicht so viel wie ein Greyhound oder wie ein Ja. Deerhound oder sowas. Ne? Die Ja. vertilgen eine ganze Menge mehr. Die hatten ja nicht, die Leute. Die Ja, haben klar. keine. Ja. Und als die Rechte sich aber verbessert haben der armen Bevölkerungsschichten, dann wurde der Whippet eher so für den Windhundsport schon im Grunde genommen Ja. auch. Und daher kommt dieser Begriff Snapdog. Ah, okay. Wir haben anschließend so erste Windhundsportarten mit denen gemacht, das sogenannte Rabbit Cursing. Rabbit Cursing war eine ziemlich blutige Angelegenheit, denn die haben im Vorfeld quasi mit einem Fangnetz einen Hasen halt eingefangen und haben den Hasen dann in einem eingezäunten, umfriedeten Bereich Nee. freigelassen Nee. und den Whippet dann halt freigemacht. Und der hat dann halt natürlich den Hasen, der null Chance hatte, auf diesem Gelände gehetzt und gepackt und getötet. Ja, okay. Es ist aber irgendwann verboten worden, weil das passte dann irgendwann natürlich auch nicht mehr mit den modernen Tierschutzgesetzen, die Ja. irgendwann kamen, irgendwie überein. Ja, okay. Ich glaube, dein Ton wird immer dann etwas undeutlich, wenn du zu weit von mir, also wenn du deinen Kopf zu weit nach rechts bewegst. Okay, also in diesem Genau, von dir aus nach rechts, genau. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Das war echt mega spannend. Ich komme jetzt nämlich auch noch mal ganz kurz darauf, auf die Funktion.
die der Whippet quasi früher hatte. Das hast du aber schon erwähnt. Der war früher Jagdhund beziehungsweise Hetzhund. Und dann stand aber auch im Rasselexikon auch Rennhund. Ob sich das jetzt vielleicht zeitlich etwas auseinanderdividiert, das weiß ich jetzt nicht so genau. Heute wird er eingesetzt als Sporthund eingesetzt, zum Cursing zum Beispiel, aber da wirst du nachher auch noch mal was zu sagen, und als Begleithund. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das würde mich nämlich total interessieren, das heißt, war ja früher ein Jagdhund beziehungsweise ein Hetzhund, und wenn der würde dann noch heute noch Jagdverhalten zeigen, und welche Puzzlesteine aus dieser Jagdverhaltenskette zeigt der denn eigentlich? Du hast eben schon mal gesagt, Hetzen, Packen, Töten, also diese drei auf jeden Fall, zeigt er auch die davor sind, fokussieren, beschleichen und so weiter, oder kann man das nicht so genau abgrenzen beim Whippet? Halt schnell ins Hetzen, ne, oder okay. Folgen der Beute. Also wenn man sich die Puzzlesteinchen aus dem Jagdverhalten anguckt, unterscheidet sich das auch von manch anderen Windhund. Windhund ist ja nicht gleich Windhund. Mhm. Das Verfolgen, oder du sagst es jetzt, benennst es als Hetzen, Verfolgen, und dann halt das Festhalten oder das Packen und halt das Töten. Aber ich denke, das stärkste Puzzleteilchen, worauf selektiert wurde, das ist halt das Hetzen. Ne? Okay, ja. Verfolgen der Beute. Orientieren finde ich halt beim Buch so. In der Literatur wird das halt manchmal angegeben, dass das halt bei einem Windhund auch stärker in den Vordergrund tritt. Beim Whippet finde ich halt nicht so. Meine erste Hündin war ja eine Podenco-Hündin. Da war das ein ganz großes Puzzleteilchen. Okay. Und deswegen auch mit an ein Grund, warum ich mich dann später eher für andere Windhunde entschieden habe, weil das ist halt so mit normalen Alltag schwieriger irgendwie zu handhaben. Ja. Ja, und was macht er, wenn er die Beute hat? Hat er auch die Neigung, die zu apportieren? Weil also das Apportieren fiel jetzt hier überhaupt gar nicht so als Verhaltensweise. Oder was macht er, wenn er die Beute hat? Ich gehe davon aus, dass er sie töten würde. Mhm. Aber das kann ich jetzt natürlich schlecht beurteilen, weil im Alltag siehst du, wenn überhaupt mal irgendwie das Hetzen oder das Verfolgen irgendwie einer Beute, aber selbst da, ich meine, das ist halt verboten, ne? Man muss natürlich halt im Alltag darauf achten, dass du die Hunde irgendwo laufen lässt, wo das halt natürlich irgendwie nicht passiert. Mhm. Sport habe ich mit meinen beiden halt noch nicht gemacht. Okay, ja. Aber da kannst du ja die Abläufe sehen, das Hetzen, das Verfolgen, das Packen und in dem Fall ist es ja halt nur eine Attrappe, sie würden es dann halt irgendwie schütteln oder so, ne? Wenn es okay. Ja, also ich kam jetzt auch nochmal auf die Frage, weil ja Menschen, also viele Menschen, die jetzt Hunde, die eigentlich zur jagdlichen, also die zur Jagd eingesetzt worden sind früher, die haben ja dann immer bestimmte Beschäftigungen für die Hunde, ne? Dass sie so ein bisschen ihre jagdlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse ausleben können und aber eben nicht am Wild. Und viele, zum Beispiel Vorstehhunde, apportieren ja ganz gern. Und deshalb habe ich gerade nur so überlegt, ob man das mit einem Whippet auch macht. Also es gibt ja Windhundesport. Ne? Wir haben zwei verschiedene Disziplinen. Und ich hätte ja hier auch zum Beispiel das große Glück, direkt um die Ecke eine Windhundrennbahn zu haben. Mhm. Das ist jetzt irgendwie auch nicht in jeder Stadt. Das ist ja super. Herten liegt halt direkt neben Gelsenkirchen. Wir haben halt... Okay. Hier eine Windhundrennbahn und da kann man halt auch Windhundsport machen. Man kann das jetzt einfach just for fun machen, ohne eine Rennlizenz oder sowas mit seinem Hund zu machen und zu den Trainings zu gehen. Die sind in der Saison halt in der Regel am Wochenende. Und dann kannst du, es gibt zwei Disziplinen, du kannst halt Bahntraining machen. Wir haben halt eine Sandbahn, das heißt, es gibt drei verschiedene Abschnitte. Ne, also ein bisschen was Kürzeres, ich glaube, das waren 200 oder 230 Meter. Dann gibt es, glaube ich, 340 und 480. Das habe ich mit meinem Slugi damals auch schon gemacht. Mhm. Erfahrung habe ich da. Mit den Whippets habe ich das jetzt halt noch nicht gemacht, weil die dafür auch einfach aus meiner Sicht noch zu jung sind. Ne, also meine Kleine, die ist jetzt gerade 21 Wochen alt, mit der gehe ich noch nicht auf die Rennbahn. Ne, da hat man erstmal andere Themen und abgesehen davon muss ich einfach auch noch auf den Bewegungsapparat halt achten. Das wäre also in dem Alter, finde ich, noch sehr viel zu früh. Und die andere, die wird ja jetzt auch gerade mal 2 Jahre. Ne? Also okay. Das ist jetzt, finde ich, so ein Alter, wo man darüber nachdenken kann, das vielleicht mal auszuprobieren.
wenn ich den Whippet jetzt als reinen Familienhund halte, was ja die meisten tun, ne, dann, also wie ist das denn? Ist es zwingend nötig, dass der auf der Rennbahn läuft, um dieses Hetzen sozusagen so ein bisschen auszuleben? Oder kann ich dieses Bedürfnis auch anders befriedigen? Oder ist das vielleicht ist das gar nicht so stark ausgebildet? Magst du da mal was zu sagen? Doch, das ist es schon. Also die brauchen schon viel Bewegung. Ich finde auch mehr als die. Das fand ich ganz spannend. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Auslauf, Freilauf und Hetzen. Das habe ich besonders bei meinem Sluggy halt gemerkt. Also bei den Whippets, wie gesagt, habe ich noch keine Erfahrung. Bisher konnte ich meinen Sluggy zum Beispiel und die Whippets in bestimmten Bereichen wirklich gut laufen lassen. Ne, das ist der Unterschied, wenn man sich die Puzzlesteine aus dem Jagdverhalten anguckt, bei dem Podenco orientieren. Das hat sich im Alltag dann manchmal so irgendwie geäußert, du machst die Leine ab und der Hund muss halt gar nicht erstmal irgendwas konkret irgendwie zu sehen haben oder sowas. Oder das muss gar nicht direkt irgendwas in der Nähe sein. Der läuft einfach erstmal los, so nach dem Motto, na, gucken wir mal, irgendwann würden wir irgendwas halt schon finden. Mhm. War der 2 Stunden, 3 Stunden oder im schlimmsten Fall irgendwie auch mal 6 Stunden halt weg. Der Whippet oder auch der Sluggy, der wird erst wirklich aktiv, wenn der was zu sehen bekommt. Okay, und ja. Deswegen, dass die extrem weit gucken können. Ne? Das muss man halt schon mit einkalkulieren. Das ist schon beeindruckend. Aber da kann man, finde ich, auch noch ganz gut arbeiten. Also, dass sie dann, wenn sie was sehen, nicht sofort los sondern dass man auch Alternativverhalten aufbauen kann. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Freilauf, also die Whippets und den Sluggy, den kann ich in bestimmten Bereichen wirklich gut frei laufen lassen. Aber als ich damals mit dem Sluggy zum Beispiel ab und zu auf der Windhundrennbahn war und Cursing mit dem gemacht habe, das ist die andere Disziplin, vorhin hatte ich das Bahntraining angesprochen, da habe ich halt gemerkt, das ist was anderes, das ist bedürfnisbefriedigender. Mhm. Unterschied, ob ein Hund frei rennt oder ob er hetzt. Also vom Hund dieser Rasse. Und da konnte er dieses Hetzen halt mal so ausleben. Und das ist etwas, was ich ansonsten meinem Hund im Alltag über solche Strecken halt nicht bieten kann. Magst du noch mal ganz kurz das Cursing erklären? Naja, also das Bahntraining ist halt eher so gerade Strecke. Du läufst halt eine bestimmte Strecke von A nach B und die Zeit wird gestoppt. Und das Cursing ist halt, um es ganz einfach auszudrücken, das ist mehr so ein bisschen querfeldein. Es wird über eine riesengroße Fläche, wird halt über dem Boden so eine Schnur gespannt und der Hund läuft dann quasi dieser Hasenattrappe über eine große Freifläche im Grunde genommen hinterher. Mhm. Ja. Ich habe das immer nur just for fun gemacht. Also mein Hund hatte damals keine Rennlizenz oder sowas. Ich habe keine offiziellen Cursings mitgemacht oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, wo es um Pokale ging, sondern ich habe das ab und zu einfach am Wochenende gemacht, um meinen Hund bedürfnisorientiert auszulasten. Ja. Ich habe gemerkt, wenn er das gemacht hat, der kam dann vom Cursing halt wieder oder von der Bahn wieder, der ist zu mir auf die Decke gegangen, der hat sich hingelegt und der war so happy, das ist schon irgendwie nochmal ein Ticken anders, ja. Melanie, was mache ich denn jetzt, wenn ich einen Whippet habe als Familienhund und ja, ich kann den ja kein Wild hetzen lassen, habe aber auch keine Rennbahn in der Nähe, ist dann der Whippet überhaupt für mich geeignet, weil ich kann ja eigentlich sein Bedürfnis gar nicht befriedigen nach Hetzen. Doch, also ich meine, ich mache damit jetzt auch noch keine Rennbahn oder auch kein Cursing. Mhm. Und im Vergleich, Entschuldigung, dass ich jetzt immer so viele Vergleiche zum Sluggy ziehe, weil der Leben halt auch sehr stark und das ist auch nochmal spannend und auch einer der Gründe, warum ich mich halt jetzt vielleicht für den Whippet entschieden habe. Der Whippet ist ein Kurzstreckenläufer im Vergleich zum Sluggy oder zum Asawak. Mhm. Die verfolgt seine Beute ungefähr über 70 Kilometer. Der ist eher auf Ausdauer selektiert worden. Der ist nicht 70 so Kilometer? Ja, 70 Kilometer. Der ist also eher auf Ausdauer. Der ist schnell, aber der ist eher auf Ausdauer selektiert worden. Und beim Whippet ist es anders. Ne? Der ist eher auf kurze Strecken selektiert okay. worden. Die, mhm. halt auch, die haben nicht so eine Ausdauer. Mhm. Das ist halt mal so Vergleiche. Aber ich finde das für den Alltag recht gut handelbar. Also im Grunde genommen, ich weiß, an welchen Rädchen ich drehen muss. Ich weiß, was die Mädels brauchen. Ja. Und
Das, was die echt happy macht, wenn ich irgendwo hingehe. Und das ist egal, ob das jetzt der eigene Garten ist oder ob das irgendwo eine große Wiese ist, wo die sich mal auspowern können, oder im Wald, wobei da wird das Rennen halt nicht so getriggert. Das sind eher so große offene Flächen, die zum Sprinten quasi einladen. Und wenn die dann so ein paar Minuten, 10 Minuten vielleicht, sage ich jetzt mal so richtig Dampf ablassen können und den Rest des Spaziergangs an der Leine einfach wieder nach Hause gehen. Und das mache ich ein, zweimal am Tag, dann sind die happy. Okay, das hört sich ja ganz, also nicht easy an, aber da kann man ja zumindest dann noch Ausschau halten, wenn man sich für ein Bippin interessiert. Da kommen wir auch später nochmal zu, für welche ja, Wohnumgebung die dann letztendlich geeignet sind. Aber ich finde das schon mal ein wichtiger Hinweis. Dann könnte man ja vielleicht auch, wenn man ein richtig guter Radfahrer ist, mal zwischendurch mal so kurze. Sp Nein, okay. Also ich würde never ever würde ich diese Hunde an Radketten auf gar keinen Fall. Okay. Nee, nicht Ketten, aber also ich frage das ja auch, ne? Also wenn jetzt jemand ein Wippet hat und sagt, okay, ich fahre aber gern Fahrrad und ich fahre dann ein langsames Tempo, sodass der schnüffeln kann und legt zwischendurch mal so einen schnellen Sprint ein, das ist aber für den Wippet nicht attraktiv. Ich weiß nicht. Okay. Ich würde es, glaube ich, nicht machen mit dem Javet, also mit dem Slugi. Ausdauer, ne? Bin ich am Fahrrad ein bisschen gefahren und der hat das auch ganz toll gemacht. Ach, der war aber auch, der hat so die Ruhe weg, der ist so ein totales Entspannungswunder, ne? Da hätte ich auch keine Sorge gehabt, wenn mal irgendwie sowas ist, dass der plötzlich Reißaus nimmt und wir landen da beide mit dem Rad irgendwie im Graben. Den habe ich dann an so einem Ja. Fahrradarm befestigt. Das war total gut. Also für ihn fand ich das eigentlich ganz klasse. Für die Wippies, die sind mir im Vergleich wieder zum Slugi, die sind mir ein bisschen zu hektisch, glaube ich, dafür. Ich meine, die sind jetzt natürlich Okay. auch sehr jung. Mit der Kleinen würde ich sowas eh noch nicht machen. Mit der Zweijährigen, die ist jetzt nach der ersten Geschlechtsreife, nach der ersten Läufigkeit auch ein bisschen ruhiger natürlich geworden, aber die sind einfach ein bisschen hektischer, finde ich. Und ich finde, das kollidiert so ein bisschen mit dem Fahrradfahren, weil Okay, das ja. könnte halt auch dann ruppizuppi darin enden, dass man irgendwo im Graben landet. Ja. Abgesehen davon vielleicht auch ein Grund, Kurzstreckenläufer nicht so eine große Ausdauer. Also wenn, dann könnte ich mir vorstellen, Hund ans Fahrrad, 10 Minuten irgendwo zum Wald fahren oder irgendwie eine Wiese oder irgendwie sowas. Und da dann halt irgendwie einen Spaziergang machen, also Fahrrad abstellen und wieder zurückgehen. Aber jetzt wirklich so eine längere Strecke am Fahrrad machen, ob das für einen Bericht geeignet ist, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber mit den Erfahrungen, die ich jetzt halt so gemacht habe, was die Ausdauer betrifft, könnte ich mir das schlecht vorstellen. Ja, finde ich super gut, dass du das so ausführlich erklärst, weil einfach ja viele Menschen die Idee haben dann, ne? Ich habe hier einen Hetzhund, ich habe hier einen Hund, der gerne läuft, den dann fahre ich jetzt mit dem Fahrrad. Also das finde ich gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, dass das nicht unbedingt eine bedürfnisorientierte Bewegung ist für den Hund. Super. Okay. Pass auf, jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Verhalten, also das Verhalten, was ich aus der Rassebeschreibung abgeleitet habe. Da stand, glaube ich, gar nicht da. Ich glaube, es stand bei Wikipedia, da habe ich auch noch mal reingeguckt, dass er auf jeden Fall ein gutes Gruppenverhalten hat, dass er ein ehrgeiziger Kämpfer ist, dass er robust ist und dass er starkes Jagdverhalten zeigt. Über das Jagdverhalten haben wir uns ja schon unterhalten. Was mich interessieren würde, wären diese Begriffe wie robust und ehrgeiziger Kämpfer. Ja, wie hell, keine Also, Ahnung. meinst Was du ist was ein damit? ehrgeiziger Kämpfer? Nächste Frage. Ich Okay. weiß nicht, was Sie damit meinen. Gut. Nicht. Hätte ja sein können, dass du sagst, ja, die sind vielleicht, wenn sie einen Zergel haben, dann, keine Ahnung, dann kommt der Terrier durch oder, okay, kein Problem. Also ich frag dich mal, weil, ja, diese Beschreibung habe ich öfter gelesen. Also ich habe halt in verschiedenen, auf verschiedenen Seiten so ein bisschen gestöbert. Das Robuste hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich habe so dieses Vorurteil wahrscheinlich, dass der Wippet wie alle Windhunde halt sehr kälteempfindlich ist, dass der schnell friert, dass er nicht raus will, wenn es nass ist, wenn Schnee ist. Und da habe ich gedacht, so, wo kommt dieses Robust her? Weißt du das? Hast du da eine Idee? Keine Ahnung, aber das, was du gerade angesprochen hast, da kann ich bestätigen. Okay.
Also auf einer Windhundrennbahn, wenn die Hasenattrappe da jetzt losgeht, kann ich mir vorstellen, dass ein Wippet auch bei Starkregen dahinterher rennt, wenn er das entsprechende Erregungsniveau hat. Aber ansonsten ist es eher schwierig, so ein Wippet, ich sage jetzt mal an so einem gewöhnlichen Montagmorgen, so 9 Grad. Mein Hund. Ja, deswegen, also das war ein Entscheidungsargument auch, ne? Also ein Grund, warum ich Windhunde einfach so toll finde, weil ich gehe jetzt bei starkem Regen und wahnsinnig gerne spazieren. Und wenn ich dann so einen Hund hätte, der dann vor der Tür stehen würde und ich müsste ein schlechtes Gewissen haben, weil er unbedingt jetzt 3 Stunden rausgeführt werden möchte, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Und die bleiben dann auch gerne irgendwie auf der Couch liegen und verzichten dann ganz gerne. Ja. Da komme ich nämlich direkt nochmal zur nächsten Frage, weil wenn der Wippet ja doch so ein Hund ist, der eigentlich recht energievoll ist, was mache ich denn dann mit dem oder wie kann ich den denn so indoor beschäftigen, wenn es halt eine regnerische Woche ist? Ist der interessiert an Nasenarbeit und an Tricks und sowas oder? Total. Also ich mache ja mit der Poppy mache ich zum Beispiel auch Mantrailing. Ach echt? Ach, da hätte ich, ach, das ist ja super, dass du das ansprichst. Da muss ich gleich noch was zu fragen. Ja. Okay. Mentrailing mache ich ja schon sehr, sehr lange bei mir in der Hundeschule. Das ist ein großer, wichtiger Teil bei mir in der Hundeschule. Und ich habe das jetzt natürlich auch mit meinem neuen Hund ausprobiert. Und ich bin total begeistert. Die macht das so wahnsinnig toll. Also ich okay. Ich habe noch nie einen Hund, der so gut trailt. Also bin ach, du, weißt du, was ich nämlich dabei, also ich habe jetzt letztens einen Podcast nochmal über Mantrailing gehört von einer anderen Trainerin und die hat gesagt, sie ist auch nicht in Stein gemeißelt, aber sie hätte die Erfahrung gemacht, dass vor allen Dingen Sichtjäger, also Hunde, die eher dafür gezüchtet worden sind, erstmal so mit den Augen zu checken und dann loszulaufen, wenn sie eine Bewegung sehen, dass die durch das Mantrailing eventuell die Nase auch bei der Jagd, also beim Orientieren dann eher einsetzen. Und das soll, also das heißt jetzt nicht, ihr habt nicht gesagt, man soll die nicht zum Mantrailing oder man soll die nicht ans Mantrailing ranführen, aber man sollte darüber nachdenken, dass das vielleicht passieren könnte. Also die wissen natürlich auch so, wofür sie die Nase im Gesicht haben. Das tun sie eh. Das tun sie eh. Genau, okay. Mhm. Der Sichtjäger tut das eh. Das ist halt meine Erfahrung. Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, der jagt nur auf Sicht. Also das okay. ist, ich habe seit über 20 Jahren Windhunde und ich habe halt auch die typischen Sichtjäger halt immer gehabt oder auch im Training gehabt. Und Javed und auch die Wippets in erster Linie, ja, jagen die halt über Sicht, aber das schließt nicht unbedingt aus, dass sie nicht auch mal was mit der Nase machen. Mhm. Okay, das heißt, dann Javed könnte man wird auch über die Nase, wenn er nicht sieht und er wittert über die Hochwindsuche irgendwo ein Reh im Unterholz, was 50 Meter weiter steht, natürlich tut er das. Okay, gut. Also ich biete ja auch Mantrailing an und natürlich sind bei mir auch, ich sag mal, Windhunde in den Gruppen. Ich habe diese Erfahrung auch nicht gemacht, aber ich fand jetzt so diesen Einwand ganz interessant. Also, okay. Also wäre für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich mache das halt nicht, weil es macht so viel Spaß. Also sie hat da wirklich so einen Bock drauf, weil sie liebt Menschen, sie findet es toll, sie liebt Menschen, sie findet zu anderen Menschen zu laufen und wenn man dann dafür auch noch irgendwie ein paar Leckereien bekommt, irgendwie von der Bezugsperson und sie ist wirklich wahnsinnig gut drin, also sie hängt wirklich mit der Nase wie ein Beagle auf dem Boden und verfolgt halt wirklich die Spur. Ja, das ist ja, aber das ist ja schon mal echt super, dass man dann als Wippet-Besitzer schon mal so diese Möglichkeit hat, das heißt, man könnte, wenn man da Spaß dran hat, zum Mantrailing gehen. Was gäbe es denn noch so als Beschäftigung, um vielleicht Bedürfnisse zu befriedigen, die ich sonst nicht befriedigen kann vom Wippet? Ja, das würde ich halt einfach dann auch von dem Hund selber irgendwie abhängig machen. Ja. Weil das jetzt bei dem einen Wippet so ist, hast du ja am Anfang selber halt gesagt, muss es ja jetzt nicht sein, dass das bei allen anderen halt irgendwie auch so ist. Also ich finde, wenn man halt einen Hund hat, dann kann man ja mal so das eine oder andere halt irgendwie ausprobieren und dann bleibt man da hängen, wo man halt irgendwie feststellt, das macht uns beiden halt einfach viel Spaß.
Ja, aber so stereotype Annahmen wie, was man ja früher öfter gehört hat, das ist ein Windhund, der hat keine Lust, mit Menschen zu kooperieren. Ich brauche gar nicht erst anfangen, Nasenarbeit zu machen. Mit dieser stereotypen Meinung können Ja, wir also das hört man ja aufhören. relativ häufig. Ich habe das letztens auch Ja. noch gehört. Windhunde sind dumm, das hört man ja relativ häufig. Ja. Oder Windhunde kann man halt auch nicht ableinen. Oder in Bezug auf Rennbahn, Cursing, das wird auch sehr häufig gesagt, man muss sich entscheiden. Entweder der Hund im Freilauf, entweder funktioniert das oder die Rennbahn. Aber beides geht nicht. Wenn du den auf die Rennbahn schickst oder zum Cursing schickst, dann wird der draußen im Alltag dann halt irgendwie auch mehr jagen. Dann wirst du halt nicht mehr ableinen können. Ich kann das nicht bestätigen. Also, Super, mein Hund ja. ist nach wie vor in vielen Bereichen super gut gehört, auch nach der Rennbahn und nach dem Cursing. Ja. Ja, schön, dass du mit dem Vorurteil aufräumst, weil ja, du gibst ja damit auch vielen Windhunden einfach die Möglichkeit, beides zu genießen. Also quasi Freizeit, unangeleint auf Plätzen oder in Umgebung, wo es geht, und noch wirklich ihr großes Bedürfnis auf der Rennbahn auszuleben. Das finde ich echt super. Und ich denke, das ist ja auch irgendwie, klar können Hunde das unterscheiden. Das ist ja genau wie beim Mantrailing. Da dürfen sie, da soll die Leine sich gerne spannen. Da können sie auch ein bisschen in die Leine ziehen und sonst üben wir Leinenführigkeit. Die lernen ja das Setting mit um die und auch die Umgebung. Ne? Genau. Aber super, dass du das nochmal so erklärt hast. Das finde ich ganz wichtig. Sag mal, wie ist denn das mit Thema Gruppenhaltung? Sind Bippets Hunde, die gerne in Mehrhundehaltung leben? Ich glaube, die meisten tatsächlich schon. Ich habe mir jetzt vor ein paar Monaten noch einen zweiten Whippet zugelegt und wir haben noch eine Halbschwester jetzt vom Poppy dazu bekommen. Schwester aus zweiter Ehe sozusagen. Also die Mama war die gleiche und der Vater war aber ein anderer Rüde. Und ich glaube schon, ich habe auch mal so ein bisschen halt irgendwie rumgefragt und wenn man so in den Foren ist oder so in den Gruppen ist, da wird ganz oft halt irgendwie gesagt, ein Wippet braucht ein Wippet und das kann ich definitiv bestätigen. Das, was du anfangs halt irgendwie auch vorgelesen hast, dass sie so sehr nähebedürftig sind und sehr kuschelig sind, das habe ich halt auch von Anfang an beobachtet und bei keinem Hund, also ich einfach noch nie so heftig irgendwie erlebt. Als Poppy klein war, die hat bei uns im Bett auf dem Kopf geschlafen, die hat sich auf die Wange gelegt, die legt sich auf den Bauch. Die haben so ein krasses Nähebedürfnis, das ist wirklich unglaublich. Ich fand das bei Javed immer schon so das Bedürfnis nach Kontakt liegen ganz, ganz extrem, aber der Wippet hat das nochmal getoppt. Und ja, ich glaube, das war auch unter anderem der Grund, warum wir irgendwann ein bisschen Schwierigkeiten mit Trennungsstress hatten, hast Genau, du? da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, ja. Weil dieses Bedürfnis so immens groß ist, um dabei sein zu wollen, Kontakt zu Hunden haben zu wollen, auch das Kontaktliegen mit anderen Hunden, Okay. dass es für sie schwierig war und sie extrem frustriert war, wenn sie, also meine erste Wippethündin, wenn sie wusste, dass ich unten bin. Sie hat auch irgendwann gecheckt, ey, die arbeitet da unten mit Hunden, das ist voll gemein. Wir wohnen nämlich quasi oben in der ersten Etage und ich habe meine Hundeschule unten im Erdgeschoss. Okay. Und ja, dann wollte sie halt umso mehr halt irgendwie dabei sein. Also es fiel ihr halt leichter, wenn wir das Haus verlassen haben und sie mal 1, 2 Stunden abends oder so alleine war. Das war aber gar kein Problem. Aber wenn sie wusste, Hunde sind beteiligt, dann wollte sie unbedingt dabei sein. Und in dem Kontext speziell gab es halt Trennungsstress. Ne? Sie war extrem frustriert in so einer Situation. Das ist ja eine Emotion, die bei dem Thema sehr stark beteiligt ist. Und dann hat sie Lautäußerungen von sich gegeben oder hat auch destruktives Verhalten gezeigt, Türen zerstört und so weiter. Naja, und ich habe von den Züchtern immer so Bilder gesehen, die haben mehrere Wippets, die so alle übereinander gestartet. Ja. Das ist super süß, da geht ihr echt das Herz auf. Und ja, viel halt einfach drüber nachgedacht und für mich dann irgendwie zu dem Schluss gekommen. Ich glaube, das ist einfach so frustrierend, dass sie dann halt nicht auch so diesen engen Kontakt mit dem Hund haben kann, dass ich überlegt habe, ich glaube, in diesem Fall wäre es tatsächlich gut, einen zweiten Hund dabei zu haben. Einen zweiten Hund hatte ich ja, aber der Slugi, der will diesen engen Kontakt mit anderen Hunden nicht.
einem Menschen, aber der will das nicht unbedingt mit einem zweiten Hund haben, sondern wirklich speziell einen zweiten Wipp, der genau die gleichen Bedürfnisse hat. Mhm. Und habe mich dann halt für den zweiten entschieden und gebetet, dass meine Rechnung aufgeht, und sie ist aufgegangen. Ach, super, wie schön. Wirklich aufgegangen, wirklich von Anfang an, die haben sich gesehen, die Poppy hat sich so gefreut, die ist ausgerastet vor Freude. Die hat mich angeguckt und ich schwöre, die hat mich gefragt, ist es unser Hund? Bleibt der jetzt bitte? Die hat sich so gefreut, das war so süß. Und seitdem, wenn sie sich nicht krabbeln, ne, also die raufen sich jetzt natürlich auch mal, wie sich das so für Schwestern gehört, aber wenn sie sich nicht krabbeln, dann liegen die super süß. Ach, super. Körbchen. Und da kannst du 1000 Fotos mit deinem Handy schießen. Ach, super, wie schön. Ja, also okay, also das sollte man dann vielleicht auch nochmal bedenken, wenn man über, ich sag mal, die Anschaffung eines Whippets nachdenkt, ob der alleine gut glücklich werden kann. Aber vielleicht gibt es natürlich, das muss ich fairerweise dazu sagen, man hört ja dann irgendwie auch mal so ein bisschen rum. Und es gibt vereinzelt, aber halt auch Whippets, die das nicht wollen. Ne? Ja, hat man ja. Ne? Aber ich denke, das merkt man ja dann auch am Verhalten des Hundes. Warum kann ich jetzt nicht, natürlich nicht sagen oder beurteilen, aber bei den meisten ist das schon so, dass sie dieses Kontaktliegen mit Artgenossen, dass das für die schon sehr, sehr wichtig ist. Ja, merkt man ja auch am Verhalten des Hundes, ob der was vermisst oder nicht. Ne? Hast du ja auch gemerkt. Ja, okay. Warte mal, jetzt sind wir schon gleich durch mit den Funktionen, Verhalten und Bedürfnissen. Eine Frage habe ich noch, und zwar zu dem Jagdverhalten. Es gibt ja immer noch Menschen, die sich, das meine ich jetzt auch gar nicht böse, sondern ich möchte da einfach nochmal drüber sprechen, die sich einen Hund anschaffen, der ursprünglich dafür gezüchtet worden ist, starkes Jagdverhalten zu zeigen, und die dann daran arbeiten, dass der Hund dieses Jagdverhalten nicht mehr zeigt. Wir wissen ja, dass das keinen Sinn macht, weil auch dieses Jagdverhalten ja zum Teil genetisch fixiert ist. Was kann ich, wenn ich mich für einen Whippet interessiere, wie kann ich da so Frieden schließen? Ich möchte gerne einen Whippet haben, ich weiß, der jagt. Wie kann ich bedürfnisorientiert mit so einem Whippet durch die Umwelt gehen, sodass ich nicht immer das Gefühl habe, das darf er nicht und das soll er nicht, sondern was kann ich dem draußen so ein bisschen anbieten? Ich komme da immer wieder so drauf zurück, ne, weil ich das einfach total wichtig finde, dass Interessenten einfach sich darüber im Klaren sind. Es ist ein Hund mit starkem Jagdverhalten. Das heißt aber nicht, dass ich als Mensch nicht glücklich werden kann oder dass der Hund nicht glücklich werden kann. Aber was kann ich tun, um mit meinem Hund zusammen die Umwelt so zu erleben, ja, dass wir vielleicht beide zufrieden sind? Ja, also ich finde es halt wichtig, dass man nicht versucht, immer dagegen zu arbeiten oder das halt zu unterdrücken, sondern dass man natürlich auch mit den Auslösern irgendwo arbeitet. Und wir haben hier in Herten extrem viele Kaninchen. Wir wohnen hier direkt hinter so einer kleinen Halde und wir haben Kaninchen, Wildkaninchen, die kommen bei uns bis in den Garten. Ne? Also von daher müssen wir halt auch natürlich mit den Auslösern arbeiten. Und das Problem ist halt natürlich, dass wir das Jagdverhalten nur bis zu einem bestimmten Punkt irgendwo toleriert wird. Und das, was ich jetzt zum Beispiel halt irgendwie mache, also ich kann ja meinen Hund jetzt nicht ableinen und einfach sagen, so, dann jagt das Kaninchen. Das ist halt verboten. Das heißt, ich muss da irgendwo auch eine Grenze ziehen. Und das, was ich halt mache, um die Frustration einfach auch ein bisschen zu minimieren, dass ich bestimmte Auslöser halt mit einem positiven Markersignal markiere und dann gibt es halt irgendeinen Ersatz dafür. Okay. Poppy und Pickett sind super gut, über Butter zu motivieren. Die freuen sich über Kekse aus der Hand, Leckerchen, die über den Boden gekullert werden. Oder ich habe auch so einen kleinen Kaninchen, also so einen kleinen Futterbeutel mit Kaninchenfell dran. Ne? Man kann dann also zum Beispiel auch so kleine Hetzspiele oder sowas anbieten. Sowas halt zum Beispiel. Und es geht natürlich irgendwie auch auf der anderen Seite aber auch darum, dass man irgendwo den Ausgleich schafft. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Rennbahn. Ne? Also ich glaube, oder Cursing oder sowas, ne, dass sie so in manchen Situationen auch wirklich sich richtig auspowern können, im Freilauf Strecken zurückgehen können, um auch mal was hetzen zu können.
Das kannst du aber natürlich auch mal so ein bisschen mit Bällchen spielen oder so. Das finden die auch toll. Das kannst du da halt ja auch ein bisschen kompensieren. Ah ja, das wäre dann auch nochmal eine gute Idee, wenn ich das dann schön aufbaue und das so dann mit den Erregungskurven, wenn ich das alles beachte, ne, dann kann man auch über Bällchen werfen. Das habe ich nämlich auch gelesen, den Hund wenigstens so ein bisschen das Hetzen bieten. Das finde ich gut, weil dann kann man ja auch Ja, mit und die diesem Ball. zerren halt auch gerne, ne? Ja. Sowas kann man halt mit denen machen. Okay. Das ist aber Ja. relativ angenehm. Also da sind die ziemlich kooperativ. Okay, das waren dann jetzt schon mal ein paar schöne Alternativen, die du aufgezeigt hast. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Wie sieht denn für dich eigentlich der perfekte Whippet-Besitzer aus? Die Ryan Bitte? Gosling. Wie Ryan Gosling. Okay, dann kommen wir vom Aussehen weg und sagen, was müsste der mitbringen, um der perfekte Whippet-Besitzer zu sein? Ja, schwierige Frage. Also ich glaube, so einen perfekten Besitzer gibt es natürlich irgendwie auch nicht. Aber da sind wir wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Bedürfnisse. Was hat so ein Bedürfnisse? Ich glaube, was halt immer irgendwie aneinander reiben würde, wenn man jetzt so einen Hund hat, wo man, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ein Riesenbedürfnis ist, irgendwie beim Menschen zu liegen, ne? Zu kuscheln, Kontakt zu liegen, sich einfach irgendwie drauf zu stapeln. Und wenn ich dann jetzt eine Person bin, die ich möchte, dass der Hund mit auf die Couch kommt oder mit ins Bett kommt, dann kann es natürlich dazu führen, dass so ein Wippe sehr schnell frustriert ist. Und das Okay. kann natürlich auch wiederum dazu führen, dass irgendwelche neuen Problemchen irgendwo aufpoppen. Also von daher würde ich jetzt einfach mal so sagen, in erster Linie ist es, glaube ich, wichtig, dass einem der Hund wichtiger ist als die Couch oder das Bett und dass man eins von beiden mit denen teilen sollte. Und dass man dann auch irgendwie dafür sorgt, dass der Hund irgendwie ein bisschen frei laufen kann, dass er sich mal so ein bisschen auspowern kann, so ein bisschen Dampf ablassen kann. Das merke ich halt auch. Wenn man das mal nicht hinbekommt, zum Beispiel, wenn man krank ist oder so, dann kann ich schon ein bisschen anstrengend werden. Ja, Ich okay. hatte eine Bronchitis, lag irgendwie 2 Wochen krank im Bett und Poppy war noch sehr jung und ich habe mir nicht anders weiter helfen können und habe sie vor den Fernseher gesetzt und Disney Plus angeschaltet und das fand sie toll. Sie brauchte einfach ein bisschen Input, so ein bisschen was zum Gucken Okay, ja. und dann hat sie irgendeinen Disney-Film mit Hunden geguckt und dadurch hatte sie einfach wieder so ein bisschen Anregung und das war dann in Ordnung, aber sonst wird er halt einfach sehr schnell auch langweilig. Ja, okay, gut. Oh, hier bellt gerade ein Hund. Okay. Aber das haben natürlich andere Hunde auch, ne? Okay, vor allen Dingen, wenn sie jung sind. Ja, von Aber dem gut. Sluggy kannte ich das zum Beispiel nicht, ne? Ach Also wenn so, man da irgendwie mal okay. dran war, der war so genügsam, der hat sich da mit ins Bett gelegt und das war völlig in Ordnung. Ja. Und die Wippis, die werden dann schon so ein bisschen, die werden schon so ein bisschen nörgelig dann. Okay, das heißt, aber das finde ich auch gut, dass du darauf nochmal hinweist. Das heißt, es sind zwar Hunde, die jetzt vielleicht nicht ganz so ausdauernde Spaziergänge brauchen, weil sie vielleicht auch schnell frustriert sind, wenn sie immer wieder in Jagdgebiete geführt werden und ihr Bedürfnis nicht ausleben können. Sie müssen nicht stundenlang am Fahrrad laufen und so. Aber, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, sie sind eben trotzdem Hunde, die Energie haben, die irgendwie beschäftigt werden wollen. Das heißt, da sollte man schon Bock drauf haben, dass man ja, sich überlegt, so was können wir für gemeinsame Hobbys uns aussuchen. Also, dass das eben kein. Also die Frage war ja der perfekte Besitzer. Also ich glaube, man muss gar nicht so viel mitbringen. Ich glaube, man Okay. braucht auch gar nicht unbedingt einen eigenen Garten oder sowas, ne? Wenn man das hat, dann ist das natürlich von Vorteil, wenn man den Hund da auch mal so ein bisschen rennen lassen kann. Aber das muss gar nicht sein. Wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie einmal am Tag irgendwo mit dem Hund hinzufahren, wo der Dampf ablassen kann, ob das jetzt der eigene Garten ist oder irgendeine Wiese in der Nähe oder ein Wald oder was auch immer, das spielt für den Hund keine Rolle. Hauptsache, er kann man irgendwo so ein bisschen ausrennen. Und wie Okay. gesagt, die Bereitschaft, dass der Hund irgendwie auch Kontakt liegen kann, ne? Also, dass er eng bei seinem Menschen sein kann oder vielleicht auch die Bereitschaft, wenn man das halt merkt, sich irgendwann den zweiten Hund dazu zu holen. Okay, ja, sehr wertvolle Hinweise. Danke dir.
Jetzt gucke ich noch mal gerade, was wir hier an Fragen noch offen haben. Genau, hast du irgendwas, wo du jetzt potenziellen Käufern oder wo du potenzielle Käufer noch mal darauf hinweisen würdest, wenn sie sich für ein Whippet aus einer Zucht interessieren? Gibt es da so Dinge von der Gesundheit, vom Wesen her, wo du sagen würdest, oder Wesen ist jetzt Quatsch, aber von der Gesundheit her, da muss man so ein bisschen gucken, achtet da drauf, dass die und die Untersuchungen gemacht werden. Gibt es da so Stellschrauben? Also ich würde, wenn ich mir als Käufer, wenn ich dem jetzt einen Tipp geben müsste, worauf er achten sollte, würde im Whippet Breed Archiv gucken. Also das ist eine Datenbank und da kann man halt zum Beispiel dann die Elterntiere eingeben und so eine Testverpaarung machen. Das kann man halt auch machen, ohne dass man da irgendwie ein Abo hat. Und dann kann man sich zum Beispiel den Inzuchtkoeffizienten angucken. Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen Hund kaufen, der einen sehr hohen Inzuchtkoeffizienten hat, sondern ich würde halt darauf achten, dass der Inzuchtkoeffizient bei auf 7 Generationen vielleicht gerechnet irgendwo unter 4 oder unter 3% liegt. Am liebsten 0%. Darauf würde ich halt achten. Und ja, was jetzt halt auch so im Kommen ist, das sind die Diversitätstests. Es gibt halt ein paar Züchter, die jetzt schon anfangen, die Haplotypen ihrer Hunde testen zu lassen. Das spielt eine Rolle, das ist beim Whippet jetzt noch nicht ganz so erforscht. Kurz erklären, was du damit meinst? Also Haplotypen, das sind so Genkombinationen. Und es gibt Haplotypen, die zum Beispiel ein bestimmtes Risiko darstellen. Also bestimmte Haplotypen stehen halt in Verbindung zum Beispiel mit irgendwelchen Autoimmunerkrankungen. Oder IMHA oder Diabetes mellitus, sowas halt, ne? Und es geht halt also im Grunde genommen darum, dass man bei den Verpaarungen darauf achtet, dass man möglichst heterozygote Hunde bekommt. Keine homozygoten Hunde. Um langfristig natürlich dafür zu sorgen, Diversität zu erhalten. Weil wenn diese Haplotypen immer weiter eingeschränkt werden, dann kann es halt im Endeffekt passieren, dass es irgendwann eine Rasse gibt und es gibt nur noch zwei Haplotypen. Und das kann halt natürlich zum Beispiel dazu beitragen, dass halt eine Rasse sehr, sehr krank wird. Und auf sowas würde ich zum Beispiel achten. Man könnte die Züchter also zum Beispiel fragen, ob sie so einen Diversitätstest mit den Tieren, die zur Zucht eingesetzt werden, gemacht wurde. Das kann man über einen Bluttest machen oder auch über einen Speicheltest und dann halt in das Labor schicken. Ich habe das in Österreich machen lassen. Und dann kriegt man nach ein paar Wochen halt das Ergebnis und könnte dann zum Beispiel, wenn die dann ein Rüden aussuchen für die Zucht, könnte man dann halt die Haplotypen miteinander abgleichen und dann kann man ja sehen, wenn die unterschiedliche Haplotypen haben, dass die Hunde dann halt auch heterozygot werden. Wenn gleiche Haplotypen bei beiden Elternteilen vorkommt, dann könnte es sein, dass halt natürlich auch homozygote Hunde dabei sind. Beim Whippet ist das noch nicht so ganz erforscht. Also bei anderen Hunderassen weiß man, dass dieser Haplotyp zum Beispiel mit der Schilddrüsenunterfunktion in Verbindung gebracht wird, mit der IMHA oder mit IMPA oder was auch immer. Beim Whippet liegt es halt noch nicht vor. Beim Whippet gibt es mittlerweile oder momentan 8 Haplotypen. Das ist so der aktuelle Stand. Aber es testen halt natürlich auch noch nicht so viele. Von daher wäre es halt schön. Es ist halt leider noch keine Vorschrift von den Verbänden, was ich sehr, sehr schade finde, weil eigentlich kann das Ergebnis nur gut sein. Also für die Rasse langfristig gesehen halt nur gut sein. Ich finde, das sollte wirklich jeder machen. Wenn man Rasseliebhaber ist, habe ich ein Interesse daran, dass es der Rasse halt auch in 40, 50 Jahren irgendwie noch gut ist, ne? Okay. Hast du zu den Informationen, die du uns jetzt gegeben hast, gibt es da entsprechende Links, wo interessierte Menschen sich das vielleicht noch mal in Ruhe durchlesen können? Ich würde mal auf der Seite von Ferragen schauen. Das ist das Labor in Österreich. Da habe ich die Tests machen lassen und meine Züchter haben da auch ihre Hunde testen lassen. Und da stehen halt Informationen drauf. Und da kann man halt auch direkt diese Tests machen. Dann verlinke ich das einfach unter der Videobeschreibung. Kannst du mir den Link dann dazu schicken für alle, die sich da näher mit befassen wollen? Ansonsten würde ich beim Whippet halt noch drauf achten, die Patella-Luxation spielt schon mal eine Rolle.
Und das kommt wahrscheinlich vom italienischen Windspiel, ne? Das war ja bei der Entstehung halt beteiligt. Das kann ich mir halt vorstellen. Wenn ich mir also einen Wurf angucke, würde ich mir halt vielleicht auch mal angucken, wie die Mutterhündin läuft oder halt die Züchter fragen, ob sowas getestet wurde. Dann habe ich gehört, dass Herzprobleme unter Umständen eine Rolle spielen, ne? Welche Probleme das? Herzprobleme. Ach, Herzprobleme, ja. Könnten unter anderem eine Rolle spielen. Und ich würde halt tatsächlich auch beim Wippet auf die Pfoten achten. Die Wippets haben sehr, sehr eng liegende, Zehn? Zehen, genau. Die haben sehr eng liegende Zehen und das überschneidet sich dann halt irgendwie manchmal. Und ich habe auch tatsächlich in Großbritannien in der Gruppe und hier auch schon mal sehr verkrüppelte Füßchen halt gesehen, ne? Also ich würde da zum Beispiel auch Wert drauf legen. Dann kann Okay. man auch auf die Füßchen halt achten, dass jetzt erstmal so ein bisschen unorthodox ist, ne? Sich die Füßchen Ja, verkrüppeln. Da absolut. halt drauf achten. Und ja, im Breed-Archiv kann man sich halt angucken, was waren das für Vorfahren. Ich habe darüber ja dann auch Einblick, wenn ich die Elterntiere kenne, wie viel Inzucht wurde da vielleicht halt irgendwie schon be betrieben. Und da kann jeder halt irgendwie reingucken und sich informieren. Den Link, den kriege ich auch noch von dir, ja? Dann können wir das nämlich auch noch verlinken. Okay, also so wirklich rassetypische Krankheiten haben wir jetzt eigentlich gar nicht rausgearbeitet. Nochmal auf die Fotos Es gibt halt dieses Bulli-Gen, ne? Falls das steht ja auch im Internet, darüber liest man beim Wippet, aber da gibt es einfache Tests, das kann man halt testen lassen und hier geht es halt wieder darum, dass man vermeidet, dass die Hunde homozygot werden. Beim Bulli-Gen, für alle, die das halt noch nicht gehört haben oder sich nichts darunter vorstellen können, wenn die Hunde halt betroffen sind, dann haben die eine extrem heftige Bemuskelung. Also das sieht wahnsinnig grotesk aus und sie haben kürzere Beine, die Bewegung ist halt einfach eingeschränkt und soweit ich weiß, ist das halt auch Vorschrift in den Verbänden, dass das halt getestet wird, wenn ein Hund in die Zucht geht. In manchen Fällen ist es halt klar, wenn beide Elternteile halt frei sind, dann können die Nachkommen das natürlich auch nicht haben. Und von daher stellt es eigentlich nicht wirklich ein Problem dar. Und man sieht es auch schon recht früh bei den Welpen. Da habe ich zumindest bei Wikipedia gelesen, dass man das also schon in den ersten Lebenswochen sieht. Das heißt, wenn ich zum Züchter gehe und ich sehe einen Welpen mit auffallender Muskelbildung, dann weiß ich schon, der sollte es vielleicht nicht sein. Aber weißt du mir, also das weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich bei Wikipedia gelesen. Okay, hör mal, da habe ich auch noch gelesen, das fand ich doch total spannend, da muss ich dich mal fragen. Da stand, dass die Krallen sich nicht ablaufen. Ja, krass, wirklich. Was? Ja, das ist, also Krallenwuchs ist beim Wippe tatsächlich ziemlich heftig. Ich habe auch mal so eine Umfrage in der Gruppe gemacht. Da sind 1700 Wippe-Besitzer drin, weil ich wissen wollte, ob das jetzt nur bei meinen irgendwie so ist oder ob das generell bei der Rasse stark vertreten ist. Und Wippets haben einen richtig krassen Krallenwuchs. Also wenn man sich ein Wippet anschafft, dann muss man aneignen, von Anfang an mit dem Welpen halt irgendwie schon am besten Krallenpflege zu betreiben. Ich habe schon mit dem 9,5 Wochen alten Hund, dem musste ich schon die Krallen schneiden, weil die dann schon so lang sind. Man musste einmal die Woche dran, spätestens alle 2 Wochen. Ja, auch finde ich einen super wichtigen Hinweis, weil ich meine, die sind ja sonst, sehen die nicht sehr pflegeintensiv aus. Das heißt, ich muss nicht großartig bürsten, aber ich muss trotzdem Medical Training machen, um eben die Krallen ja, gut schneiden zu und behandeln zu können oder kürzen zu können. Ja, Ich würde es vor seltsam. allem selber machen. Die GOT wurde jetzt auch nach vielen Jahren angepasst, was ja völlig legitim ist. Ja. Wenn man mal überlegt, so einmal Krallen schneiden kostet ungefähr 18 Euro, habe ich glaube ich bezahlt. Wenn ich das einmal die Woche machen muss bei 2 Wippets, da geht schon einiges an Geld drauf. Ja. Und von daher sollte man sich das selber aneignen, ne? Aber die machen das auch gut mit. Ich habe das früh mit denen angefangen und die freuen sich dann immer, wenn ich die Krallenschere irgendwie rausholen, dann hüpfen die immer hier schon Super. die Küchencouch und halten das Quick. Oh, das ist ja nett. Oh, bei meinem Hund muss ich das echt mühsam trainieren. Aber gut. Wenn die auch noch am Leine ist, das war echt schrecklich und Ja. deswegen habe ich da jetzt so viel Wert drauf gelegt und das von Anfang an kleinschrittig und nett aufgebaut. Okay. Pass auf, eine Frage habe ich noch. Wenn ich jetzt mir so eine typische, falls es das überhaupt gibt, eine typische junge Familie vorstelle,
die vielleicht zwei kleinere Kinder haben und sagen, ich hätte jetzt gerne noch einen Hund. Wäre der Whippet da geeignet? Ich will so ein bisschen darauf hinaus, ob die stark auf Bewegungsreize reagieren. Das heißt, wenn kleine Kinder in den Ball spazieren gehen und die fangen an zu rennen, ob das für den Whippet so ein Auslöser ist für, ich möchte hinterher, ich möchte irgendwie Jagdverhalten zeigen oder wie ist das? Reagieren die da stark drauf? Ja, also mit Sicherheit. Ne? Wir haben auch kleine Kinder in der Familie und bis jetzt hat es wirklich super gut funktioniert. Okay. Die sind so nett halt zu den Kindern und die Kinder freuen sich immer wahnsinnig, die halt zu sehen. Also ich finde, da gab es jetzt keine nennenswerten Probleme. Das größte Problem war halt immer, dass die beiden Whippet-Mädchen hier den Kindern die Gesichter abgeschlägt haben. Ja, wenn das größte Problem ist, das ist ja ein schönes Problem. War es halt einfach schon, ne? Okay. Navis unter den Windhunden, so nenne ich die mal. Echt? Ja. Aber das ist ja cool, das macht das Training dann ja auch ein bisschen einfacher, ne? Wenn die ein starkes Interesse auch an Futter haben und irgendwie auch ja, vielleicht eher so darauf aus, in Kontakt mit Menschen zu haben, ist das ja eigentlich sehr angenehm. Ja. Noch eine Frage zu dem Leben in der Familie. Ich habe auch gelesen in der Rassebeschreibung, dass die auch als Wachhunde früher eine Funktion hatten. Also, dass sie auch gebellt haben, wenn Fremde sich angenähert haben. Ist das heute auch noch so? Nicht, okay. Hätte ja sein. Habe ich irgendwo gelesen, das war ein Zuchtziel bei anderen Windhundrassen. Da sind wir wieder bei den Flugis. Der Slugi, also das war ja auch einer der Gründe, warum ich mich auch so ein bisschen auf die europäischen Windhunde halt irgendwie konzentriert habe und da mal geschaut habe, was für mich in Frage kommt. Weil das Zuchtziel beim europäischen Windhund und beim Whippet ist halt ein anderes gewesen. Ne? Da stand halt die Jagd an erster Stelle, aber Zuchtziele bei anderen Windhundrassen, wie zum Beispiel den orientalen Slugi, Afghane und so weiter, ne? Saluki auch, da ging es halt nicht nur um die Jagd, sondern die sollten bewachen. Und okay. Das kann man halt auch bei manchen Hunden. Es ist nicht bei jedem Slugi halt so, aber bei manchen Hunden kommt es durchaus schon durch. Und der Wese zum Beispiel, der passt ganz gehörig auf das Gelände. Der lässt auch keine Leute in den Wohnbereich rein, die nicht zu der Familie gehören. Mhm. Ja, okay. Ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt, also dafür hatte man ja früher auch Hunde, aber mir ist es eben einfach wichtig, dass wenn die Schwiegermutter halt nicht reinkommen kann, dann wird das schon irgendwann ein Problem. Ja, aber genau, ne, aber was ich halt damit sagen will mit meiner lapidaren Aussage ist, dass man durchaus mal damit rechnen kann und dass man das ja trainieren kann und dass es eben auch einfach eine von den Eigenschaften von Hunden sein können, dass sie eben... Aber beim Whippet habe ich das echt noch nie gehört. Okay. Und das Verhalten merke ich auch nicht bei meinen. Die freuen sich wirklich über Hinz und Kunz. Echt, wie cool, schön. Vorgarten sind und da laufen wildfremde Leute vorbei, die können noch so böse dreinschauen, die wehen in der Route und betteln darum, dass die Leute zum Zaun kommen und sie ansprechen und vielleicht durch den Zaun irgendwie ein bisschen streicheln oder so. Wow. Also das ist ja, also ich finde so das, was wir jetzt auch rausgearbeitet haben über den Whippet, ist ja wirklich so eine Rasse, die gut irgendwie in die Anforderungen unserer heutigen Gesellschaft passen können, finde ich. Ich glaube, deswegen war der auch bei mir in der Top 3, ja. Ja. Weil ich halt auch gerne wieder ein bisschen mehr reisen wollte und das ist dann natürlich mit so einem Hund einfach auch ein bisschen simpler und einfacher, ne? Auch wenn man zum Beispiel mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder so reist. Mit Poppy fahre ich jetzt zum Beispiel eine Woche nach Borkum mit dem IC und das macht es natürlich schon ein bisschen einfacher, klar. Auf jeden Fall. Das finde ich total interessant. Also da freue ich mich schon auf Menschen, die vielleicht mal bei mir anfragen und eine Beratung zum Hundekauf haben wollen. Dann könnten wir vielleicht auch mal über den Whippet sprechen. Das weiß ich auf jeden Fall eine ganze Menge mehr, Melanie. Vielen Dank. Sehr gerne. Hast du noch etwas, was dir wichtig ist, was du gerne noch erzählen, sagen möchtest über den Whippet so zum Abschluss? Ach, wir haben eigentlich schon eine ganze Menge. Also für mich. Genau. Ja, ich finde, wir haben echt ein cooles Rasseporträt hier hingelegt. Super spannend. Ich danke dir wirklich sehr dafür. Ach, vielleicht zum Ende noch eine kleine nette Anekdote. Und zwar, das kennst du aber bestimmt auch als Hundetrainerin, ne? Also ab und zu hat man ja auch mal so eine Beratung, welche Hunderasse soll ich mir irgendwie anschaffen. Und natürlich habe ich irgendwie bei den Windhunden auch so ein bisschen die rosarote Sonnenbrille auf, die Herzchenbrille.
Und das eine oder andere Mal habe ich natürlich irgendwie auch einen Windhund halt irgendwie empfohlen. Aber ganz oft wird ja irgendwie immer so abgewunken, ne? Dann sagen die Leute so, ach, das sind diese ganz dünnen, ne? Hast du schon auch schon mal gesagt. Und Ja. entweder man mag sie oder man mag sie halt nicht. Aber ganz oft hört man so, nee, so was Dünnes, das will ich nicht, ich brauche einen Hund richtig zum Anpacken und so. Das hört man ja irgendwie und das ist der Whippet irgendwie nicht. Also ich glaube, deswegen ist er halt auch im Vergleich zu anderen Windhunden relativ beliebt. Ich habe mir mal die Zahlen halt angeguckt, also wenn man es daran jetzt messen möchte, im Vergleich zu anderen Windhunderassen sind die Wurfmeldungen schon deutlich höher als zum Beispiel beim Sloughi oder so. Ne? Und er sticht tatsächlich auch so ein bisschen heraus, weil er nicht so dieser typische Windhundvertreter ist. Also das, was die meisten Leute ja mit dem Windhund assoziieren, ist so dieses ganz Knochige. Das ist der Whippet eigentlich auch nicht. Ein Grund, warum er, glaube ich, auch so beliebt ist. Er ist halt ein bisschen kräftiger, ne? Nicht ganz so mager, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dann auch dieser Punkt, den wir gerade besprochen haben, dass er gegenüber fremden Leuten halt auch so offen ist und so offen auf Menschen einfach zugeht. Und das kennt man von anderen Windhundrassen ja auch nicht unbedingt so, ne? Also viele Windhunde sind sehr distanziert, die brauchen immer einen Moment, checken halt ab und entweder kommen sie oder sie kommen halt nicht. Und das macht ihn irgendwie auch so ein bisschen zugänglicher und dadurch einfach auch, finde ich sehr charmant. Und ja, so ähnlich ging das halt auch der Tante Conny. Von Conny erzähle ich noch. Als Conny damals, die Tante von meinem Mann. Und der hatten wir dann damals erzählt. Poppy kam ja 2021 zu uns im Juli. Die hat dann irgendwann mitbekommen, so, wir kriegen einen Whippet. Und dann hat sie erstmal gegoogelt, ne, was ist denn ein Whippet? Also ungefähr. Da hat sie sich dann so angeguckt und so, oh nee, ist ja viel zu dünn und so, ne? Die möchte auch gerne einen Hund haben, aber die wollte immer so ein Doodle haben oder so ein Lagotto Romagnolo, also eher so was Lockiges. Naja, und dann kam halt Gibt auch dieser. Hunde mit so lockigem Fließzeug, dann kann sie das ja halt dem Wippet anziehen. Das kann ich nicht, da musst du mir mal einen Link schicken. Das wäre. Naja, und dann zog halt dieser Whippet ein und sie ist sofort dem Hund verfallen und sie redet nur noch von Wippet, 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 Wippet. Also wenn da mal irgendwann ein Hund einzieht, ich glaube, das wird ein Wippet und das wird kein Doodle mehr oder kein Lagotto Romagnole oder so. Sie ist so quasi falling in love. Das war unglaublich. Und die Geschichte erzählt sie heute auch noch, ne? Also das, was ich gerade so erzählt habe, das erzählt sie bei jeder Feier. Ich glaube, die hören wir auch in 20 Jahren halt. Sie sagte auch, das hätte sie sich nie vorstellen können, dass die so toll sind, ne? Weil sie hatte auch irgendwie so diese typischen, ich sag jetzt mal so Vorurteile, ach nee, viel zu dünn und das ist irgendwie nichts für mich. Und jetzt ist sie ein Herz und eine Seele mit der neuen auch mit der Bitte. Was für eine schöne Liebeserklärung an die Wippes. Das ist echt, das freut mich sehr, Die ja. ist wirklich richtig, richtig goldig. Und ich bin ganz froh, dass es halt bei mir der Whippet geworden ist und dass sie hier eingezogen sind. Super. Du, Melanie, wir werden auch noch mal deinen Züchter verlinken, ja, in der Videobeschreibung, weil du hast mir ein paar Dinge von dem erzählt und das fand ich, das hat sich so toll angehört und ich finde es immer wichtig, dass Menschen, die sich für Welpen interessieren, einfach direkt einen guten Ansprechpartner haben, der dann ja vielleicht auch andere gute Züchter weiterempfehlen kann oder so. Ja? Das stimmt. Okay, gut. Okay, meine Liebe, ich danke dir für das schöne Rasseporträt. Und ganz kurz wollte ich jetzt noch mal was sagen. Auf Spotify erscheint ja dieses Rasseporträt auch als Podcast und auch bei iTunes. Und ich würde mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und auf YouTube über ein Like und gerne auch über ein Abo, gerne auch einen Kommentar. Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen mit Whippets drunter schreiben. Ihr könnt euch Themenwünsche bzw. Rassewünsche wünschen und die gerne in die Kommentare schreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Okay, liebe Melanie, dann würde ich sagen, dann danke nochmal und dann beende ich jetzt einfach mal die Aufzeichnung. Mach's gut. Tschüss.